Gemeinsam mit der Wien Energie errichteten die EVN 9 Windräder mit einer Gesamtleistung von 18 Megawatt im Maichfeld. Jetzt wurde der Windpark Glinzendorf bei idealen Windverhältnissen feierlich eröffnet. Es könnte ja für einen Windpark kein besseres Omen geben, als dass man sieht, die Nutzung dieser Naturkraft macht Sinn, nämlich der Windenergie. Wir haben sie leider auch schon anders erlebt im heurigen Jahr in Niederösterreich. Wir haben gewaltige Sturmschäden da und dort gehabt. Und das, glaube ich, zeigt, dass die friedliche Nutzung sozusagen der Windenergie absolut Sinn macht. Die EVN hat bereits 12 Windparks errichtet, 100 Windräder haben wir. Damit können wir 100.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Windenergie versorgen. Und das wird aber nicht der letzte Windpark sein, den wir heute eröffnet haben. Wir sind schon beim Bau der nächsten Windparks und planen eine ganze Reihe von Windparks. Es ist zumindest meines Wissensstandes nach die erste Kooperation österreichweit von Wien Energie und EVN im Bereich der Energiegewinnung mittels Windkraft. Wien Energie versorgt nicht nur die Stadt Wien, sondern auch die umliegenden Gemeinden. Also das ist das Versorgungsgebiet der Wien Energie. Und nachdem unsere Kooperation mit der EVN seit Jahren eine sehr gute ist und der Windpark sich in Niederösterreich befindet und der EVN bekannterweise auch der Versorger von Niederösterreich ist, vom größeren Teil von Niederösterreich haben wir uns entschlossen, den Windpark gemeinsam zu machen. Das ist eine Investition von knapp 30 Millionen, die Wien Energie und die EVN zu 50% gemeinsam tragen. Das ist noch unter dem Altbürgermeister entstanden, also der hat das Ganze eigentlich in die Wege geleitet und wir haben dazu mal mit 5 Betreibern oder so verhandelt oder so und dann ist es die EVN geworden und im Zuge, also weil bei uns traditionell also Wien Energie also das Versorgungsgebiet ist, hat sich das dann ergeben, also dass die beiden dann zusammen gesagt haben, sie schließen sich zusammen und errichten gemeinsam diesen Windpark in Glinzendorf. Ja. Das zeigt, dass der Bezirk Glinzendorf eine Vorbildwirkung bei der Nutzung der Windenergie in Niederösterreich und auch in Österreich hat und einen großen Beitrag zum Umstellen des Energiesystems auf erneuerbare Energien leistet. Glinzendorf ist damit der Windbezirk Nummer 1. Durch diese Windkraftanlagen kann schon das Doppelte an Haushalte versorgt werden, wie sich im Bezirk Glinzendorf befinden. Und heute wird auch eine Schallmauer durchbrochen. Wir können heute voller Stolz sagen, mit dieser Anlage werden zum ersten Mal über 400.000 Haushalte in Niederösterreich allein mit Windstrom versorgt. Das bringt uns unserem Ziel, nämlich 100% des Strombedarfs bis 2015 aus erneuerbarer Energie zu haben, einen wichtigen Schritt weiter. Ja, unsere Ziele sind, bis 2020 den Anteil der Erneuerbaren zu verdreifachen. 800 Millionen Euro werden wir hier in Wind, Wasser, Sonne und Biomasse investieren. War erst vergangene Woche die große Biomasseanlage in Vösendorf in der Bewilligung. Also hier wird sehr viel für die erneuerbare Energie gemacht, um den Bürgern auch Bioenergie anbieten zu können.